Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal hatten wir schon mal die Quest mit Hattori gestartet. Da schauen wir jetzt aber mal, wie viel Geld wir eigentlich noch runtergehen können. Müssen wir mal schauen. Ich speichere da hinten auch noch. Falls ihr es schon verpasst habt, den letzten Part, da haben wir auch noch weitere Verbündete angeheuert. Mit der Quest Waffenbrüder. Könnt ihr übers i zum letzten Part. So, hier mache ich mal einen Zwischenspeicher. Und dann schauen wir mal, wie viel wir rauspressen können. Ich spule das mal vor, weil das hatten wir ja schon. Ja, wir sind ein besorgter Freund. Und er bietet 50% an. Da sagen wir, bist du irre. Das ist ein Witz, oder? Ihr kriegt ein Zehntel. Geralt, was hast du? Du spielst mit dem Feuer, Arschgeige. Ich muss nicht mit dir feilschen. Letztes Angebot, 40%. Da hatten wir beim letzten Mal 35. Deswegen 25. Zu viel. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Jetzt sagen wir immer noch zu viel. Mal schauen. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Dann sagen wir mal gut nicht. Gut, dann nicht. Geralt, was zum... Warte. Na gut. Verhandeln kannst du, besorgter Freund. Ein Viertel also und den Rabatt. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesaugt. Okay, das kennen wir auch schon. Aber wir haben 10% rausgeholt. Das ist doch toll. Warum müssen wir die jetzt eigentlich abmerzen? Mit denen haben wir doch schon mal gekämpft zusammen. Ich weiß gar nicht gegen wen. Bisschen merkwürdig jetzt, aber okay. Au, ich bin tot. Ich weich mal ein bisschen noch aus. Wieso brennt der jetzt? Haben wir irgendwas auf dem Schwert? Irgendeine Blüte? Schnell weg! So. Hier lang! Geralt, schnell! Okay, Achso, mit dem sollten wir vielleicht reden. Entkomme dem Überfall. Wie wär's denn, wenn du noch langsamer läufst? So. Sind wir in Sicherheit? Der bleibt da stehen, okay. Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin! Mir nach. Ich weiß nicht wo, aber wir sind, glaube ich, sicher. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte. Viel Glück! Schauen wir mal, ob wir das brauchen. Ich hoffe doch nicht. Warte. Hoffentlich bringt das sich nicht in Gefahr. Wieso ist der eigentlich so schnell? Geralt, wie wär's denn, wenn du auch mal schneller läufst? Gerade eben war er so langsam, da hätte ich ihn schon dreimal eingeholt. Und jetzt hat er Teleportation gelernt. Halt auch scheiße. So, aber der ist in seinem Laden anscheinend. Hoffentlich kommen keine Männer von Hacker. Klopfen. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis mir den Werne hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät.
Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Ja, könnten wir machen, aber wo sollten wir eine finden? Was? Wo soll ich die Leibwache denn finden? Es gibt einen Söldner, Sucrus, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hacker nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Was muss man alles für einen Meisterschmied machen? Na gut, schauen wir mal, dass wir das auch noch hinkriegen und dann endlich. Ich glaube, man kriegt von dem einerseits ganz gute Waffen. Andererseits kann der dann, glaube ich, irgendwas Spezielles anfertigen. Deswegen können wir es machen. Ich habe mittlerweile auch nachgeschaut, wie die Quest hieß von dem Schmied. Und das war ein bisschen peinlich, wie ich rausgefunden habe. Ist das eigentlich nicht besonders gut versteckt. Aber ich bin nur nach Symbolen gegangen, darum... Ach, der prügelt sich wieder. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich ein Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Wenn du verlierst, na komm schon. So. Kloppen können wir uns ganz gut. So, mal schauen. Weil das ist, also 1 gegen 1 im Nahkampf ist gar kein Problem in dem Spiel, weil die irgendwie nicht blocken können. Deswegen, naja. Ist nicht spannend, aber es klappt. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sucrus. Gut gemacht, Kumpel. Dankeschön. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Gerne, weil wir brauchen dich. Oder ich brauche dich. Was bringt dich her, Geralt? Du und der Händler, weswegen wart ihr im Streit? Du und der Händler, was war da los? Ach, warum meine Schwester diesen verwarzten Widerling geheiratet hat, will mir nicht in den Schädel. Das war dein Schwager? Schweinehund wohl eher. War zuerst scheißfreundlich. Skellige Maid, wir brauchen Fässer, das wird uns reich machen. Ich habe mich darauf eingelassen. Und dann kommt er plötzlich mit unvorhersehbaren Lagerkosten, Netto- und Bruttobilanzen und was weiß ich noch allem. Man sollte Geschäft und Familie auseinanderhalten. Du sagst es, Kollege. Okay, ich hätte einen Auftrag für dich. Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn es was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen? Ich bring dich um, Atori. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Okay. Verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Medvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Na gut, also... Ich denke jetzt nicht, dass das eine unmögliche Aufgabe ist. Berede den Kaufmann. So, ich würde sagen, wir fragen ihn, ob er ihn überreden kann. Und wenn nicht, zerstören wir immer eins seiner Fässer, bis er zahlt. Das hört sich gut an. Der muss ja auch sehen, dass er damit seinen Gewinn verliert.
Haben wir eine Armbrust ausgerüstet? Nein. Dann rüsten wir mal kurz eine aus. Boah, mittlerweile, wir müssen mal wieder Schwerter verkaufen. Können wir ja die bessere Armbrust nehmen. So, hallo Bandit. Und dann... Oh ne, das war's nicht. Du bist ein Idiot. Warte auf nichts. Hallöchen. Kommt hier hoch? Nö. Okay, dann bleiben wir. Kriegt man auf einmal plötzlich so einen Pfeil ins Gesicht und macht gar nichts. Na gut. Hallo. Hallo. Ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrus. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Nein, du bezahlst jetzt. Hast du ein Problem mit Sucrus? Und ob? Met. Met soll ich importieren. Was für eine blöde Geschäftsidee. Die Importzölle. Beim bloßen Gedanken daran schrumpeln mir die Eier. Ich habe dem Mistkerl die vereinbarte Summe minus die Hälfte der Zollgebühren gezahlt. Und eher wachsen Palmen auf Skellige. Ja, ich weiß. Es wachsen Palmen auf Skellige. Jetzt zahl schon. Ist ja ein Ding. Natürlich bezahle ich Sucrus. Ist auch eine Bürgschaft in Ordnung? Einzulösen bei der Vivaldi Bank, ja? Bin schon unterwegs. Funktioniert ja einwandfrei. Oh, wir können seine Vorräte nicht mehr zerstören. Schade. Na gut. Aber so haben wir es gelöst. Es ist gut, dass wir damals den Zauber hochgemacht haben. Der ist sehr praktisch. Generell, haben wir schon länger verbraucht. Ich habe 2 Punkte eben. Ich wollte sagen, langsam müssten wir mal wieder welche haben. Ich würde sagen, ja. Was? Nein, Moment. Zack, hier und dann da. Und jetzt Fähigkeit verbessern, das war die Taste. Und dann würde ich einmal damit vielleicht gehen. Was haben wir hier? Mach einen erfolgreichen Konter, bewirkt den nächsten Angriff. Nee. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Nee. Beim Eintritt in den Kampf. Nee. Nehmen wir das hier nochmal mit. Hauen das hier hin und das hier hin. Und irgendeinen Zauber haben wir gerade nicht ausgerüstet. Warum? Täuschung. Sehr dumm. Okay. Dann gehen wir zurück, geben das ab und dann machen wir uns auf nach Skellingen. Und können dort dann hoffentlich Verbündete finden. Aber erstmal die Sachen für den Meister Rüstungsschmied. Aber müssen wir mal schauen. So, Hallöchen, Kumpel. Hallo. Hi, hi, Geralt. Wie geht's denn so? Ganz gut. Ich habe mich darum gekümmert. Der Händler will dir eine Bürgschaft der Vivaldi-Bank geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Eiper Hattori? Der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Das ist doch sehr gut gelaufen. Ja, bleib da stehen. Schon gut. Okay. Kehre zu Hattori zurück. So, jetzt sollten wir aber dann alles für die Quest gemacht haben. Hoffentlich. Wir haben sogar 10 Kronen erhalten, wodurch das... Hilfe. Ach, da kommt jemand. Ja. Tschüss. Dachte kurz, die Tür wäre verbuggt. Aber zum Glück nicht. Sieht das einfach schön aus. Das Spiel. Ich bin sehr gespannt. Das nur nächste große RPG hier auf dem Channel wird wahrscheinlich Starfield dann werden. Und da bin ich auch schon gespannt, wie das läuft. Was ich ja jetzt gemerkt habe... Ach, da können wir dann gleich drüber quatschen, wenn hier die Quest rum ist. Aber erstmal sind wir hier richtig? Ja, doch. Ah, guck mal, hier sind die Leute. Okay, hallo. Geralt, ich muss dir noch für deine Hilfe mit dem Blechburschen danken. Hätte nie gedacht, dass ich so billig davonkomme.
Ich hab was für dich. Danke. Wie steht's denn mit Sucrus? Alles in Ordnung. Ich kann ihn jetzt bezahlen. Das ist schön. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Es geht weiter. In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Das frage ich mich auch. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Na schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrus soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Eigentlich schaffe ich das auch allein. Aber na gut, dann nehmen wir ihn halt mit. Hallo, Sucrus. Tach. Hallo. Oh, Geralt. Wie steht's denn? Hattori hat einen Auftrag für uns. Super. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst van Horns Lagerhaus leihen. Sie riechen nach Ammoniak. Hm, klingt machbar. Ich weiß, wo van Horn seine Güter lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann. Da war ein kleiner Rechtschreibfehler in den Untertiteln. Da stand mit und nicht mich. Aber er hat mich gesagt. Jeder für sich selbst. Gut, dann machen wir uns da auf. Was ich sagen wollte, leider ist mir aufgefallen, die nächste Generation von Grafikkarten von Nvidia kommen erst 2025 wahrscheinlich, so wie es scheint. Aktuell wird vielleicht sogar vermutet Anfang 2025, dann ging's. Aber ich hatte ja vor, mir nächstes Jahr mal wieder einen neuen PC zusammenzustellen. Dann ist dieser hier nämlich schon 4 Jahre alt, auch wenn er eigentlich noch relativ gut läuft. Wird es dann einfach mal Zeit für was Neues und darum, ja, mal schauen. Aber für Starfield wird das auf jeden Fall hier noch reichen. So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut, und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Okay. Sollte klappen. Ja, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem schon den PC dann nächstes Jahr zusammenstellen im Sommer, wenn die hoffentlich 15. Intel-Generation raus ist. Mal schauen. Das nur so viel dazu. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind doch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Zahlen wir? Ich weiß nicht, ob mir es gefallen soll, den zu verhexen. Aber es gibt EP. Du sollst mich reinlassen. Was ich will, geht dich nichts an. Lass mich einfach rein. Dann tritt ein. Dankeschön. Ich hoffe, wir haben mit dem sonst noch nichts getan, also gemacht.
Gut, wir müssen mal schauen. Was riecht komisch? Muss richtig sein. Okay. Ich tippe mal hier die ganzen roten Sachen. Weil es sind drei Kisten. Dann sollte das passen. Stinkt nach Ammoniak. Dass die Kisten aber so gut zu sind, wundert mich dann doch, dass es nur an einer Seite. Dann gebe ich mal Bescheid. Austritt. Aber ein schönes kleines Lager, auch wenn es hier sehr dunkel ist. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat mich Hattori hergeschickt. Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Aber zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Warte mal, vielleicht kein Kampf? Langsam, Sucrus. Lass uns reden. Ich muss meinen Schwager retten. Angriff! Na gut. Dann halt auf ihn. Wer von denen ist jetzt eigentlich auf meiner Seite? Gut, dann machen wir jetzt mal hier Folgendes. Ja, ruf die Wachen. Genau, die werden viel machen. So, wo ist denn noch einer? Ach, hier vor mir. Oh. Gut. Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Drache hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Richtig. Schließlich wollen wir ja auch, dass die Quest irgendwann endet. So. Die Quest ging jetzt aber dann doch deutlich länger, als ich gedacht habe, tatsächlich. Finsternis. Überall Finsternis. Von Schwertern und Knödeln. Ich glaube, mit Knödeln hat das begonnen. Ne? Irgendwie war da, glaube ich, was, aber das ist ja schon länger her. Die Quest haben wir ja angenommen, als wir das erste Mal in Novigrad waren und ich weiß gar nicht, welcher Part das war. Das war einer der ersten auf jeden Fall. Bitte. Oh gut, ihr greift mich nicht an. Sehr schön. Dir steht jetzt die Dienste des Schwertschmiedenmeisters zur Verfügung. Du kannst Schwerter mit der höchsten Qualität anfertigen. Ah, so war das. Wenn wir die aufleveln wollen, dann müssen wir irgendwann ihn aufsuchen. Okay, ich glaube, davon gibt's auch nur ihn. Grüß dich, Apeir. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Kein Thema. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Na gut, dann machen wir das. Und spul mal ganz kurz vor. Einmal so. Das machen wir, ich würde sagen, 3 Tage jetzt vielleicht. So, Tag Nummer 1. Gleich Tag Nummer 2 und dann wechseln wir noch auf Mittag. So, und Tag Nummer 3. Und dann sollte das hoffentlich klappen. So, jetzt wechseln wir noch zum Mittag. Und mal gucken. Hallöchen. Sind Sie fertig? Bist du fertig? Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Wie sieht's aus? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Apeir. Ich habe zu danken.
für alles. Kein Thema. Hat sich hier gelohnt. Scherbenschwert. Ich hoffe, es ist gut. Bitte lass es gut sein. Ja, das ist besser auf jeden Fall. Wir könnten ja auch mal was reinsockeln. Was haben wir denn da? Tonsteinwürze in einer Freizeit und das sind Eigenschaftsverehr. Chancen auf Bluten, Adrenalin gewinnen, Chancen auf Verbrennen ist eigentlich ganz nice. Zeichenintensität. Davon haben wir halt mehr. Chancen auf Bluten 2%. Rüstungsdurchbohrung wäre vielleicht auch was. Chance auf Vergiftung. Das hier war Chance auf Blutung 3%. Komm, wir machen Blutungsschwert. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Sehr schön. Das hat jetzt wirklich lang gedauert. So, die nächste Nebenquest, die wir noch angehen, ist meisterlicher Rüstungsschmied mit Stufe 24. Also selbes Level. Nur anderes Gebiet. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nach Skellingen. Da machen wir ja dann auch die Hauptquest weiter. Und wir müssen nach da unten. Wie komme ich da am blödsten hin? Gibt es hier irgendwo ein Boot? Könnte vielleicht von der Stadt aus mit einem Boot. Boah, das ist aber ganz schön. Das ist aber ganz schön was. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, als dann hier anzulegen. Ja, gut. Oder von hier unten. Macht am Ende keinen Unterschied. Dann gehen wir da schnell noch hin. Und machen das dann aber beim nächsten Mal, im nächsten Part. Weil wir sind bereits schon bei 30 Minuten. Wie eigentlich wollte ich ja beide Quests in dem Part schaffen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ob wir zumindest dann die andere Quest, wenn die genauso lang geht, im nächsten Part abschließen können. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und dann, wie gesagt, werden wir uns mit unseren Verbündeten hoffentlich zusammentun und ein paar weitere Verbündete anheuern können. Ich sag in diesem Wetter auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne beim nächsten wieder ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.